So, hallo und herzlich willkommen zu Ihr spielt, ich kommentiere, und heute haben wir zwei ganz besondere Panzer in dieser Folge, denn es handelt sich hier um den STA-1 und den STA-2, japanische Panzer auf dem BR-6-3. Und die sind so besonders, weil man die quasi nie zu Gesicht bekommt. Also wenn ihr selbst spielt, merkt ihr, habt ihr schon mal einen STA-1 gesehen? Ich persönlich noch nicht. Und ich fahre zum Beispiel T-44, IS-2-Mod 1944, Tiger-2, die sind alle 6-3. Aber den STA-1 habe ich mein Leben noch nicht gesehen. Und das finde ich sehr erstaunlich, denn, wie gesagt, die sind ja 6-3. Und ich war immer der Meinung, die sind viel höher, also vom BR, weil, keine Ahnung, ich habe die halt nie gesehen. Ich dachte, die kommen erst noch. Aber nein, die werden nur einfach nicht gespielt. Und das liegt vor allen Dingen an einer Sache, und zwar an dieser hier. Wir können uns mal die Panzerung von dem Ding hier angucken. 65 mm, 100 mm, 50, 50, also, ne? Zu gut Deutsch, das Ding hat keine Panzerung. Also, da existiert keine Panzerung. Das Ding könnte theoretisch auch ganz ohne Stahlplatten fahren. Denn auf 6-3 gibt es keinen Panzer, der da irgendwie eine Chance hätte abzuprallen. Egal, wie stark du das Ding anwinkelst, ne, selbst so aus dem Winkel hier kommt halt auch alles locker durch auf 6-3. Das Ding ist eine Glaskanone, deswegen, die Kanone ist eigentlich ganz okay. Wir sehen das auch hier, 199 mm Durchschlag auf 100 Metern. Und wir können auch mal in die Modifikation reingucken, denn wir haben hier ordentlich was an Munition zur Auswahl. Wir haben hier die AP-Munition, wir haben eine AP-CBC-Munition mit 169 mm Durchschlag auf 100 Metern, und wir hätten auch noch eine Heat FS anzubieten mit 300 mm Durchschlag. Also wenn ihr quasi ordentlich Durchschlag braucht, dann habt ihr die noch zur Auswahl. Also die Kanone ist wirklich sehr gut und zu gebrauchen. Allerdings, wie gesagt, wenn der Panzer hier einen Schuss abkriegt, war es das leider für den. Und ja, dazu gibt es jetzt zwei Runden sogar. Und ich würde sagen, wir schwafeln nicht lange, sondern steigen sofort in die erste ein. So, und da sind wir auch schon mitten im Replay. Wir finden uns auf der Karte Japan. Passender geht's quasi gar nicht. Und zugeschickt habt ihr das Replay der Silent Flumi. Nochmal vielen Dank dafür. Denn ansonsten kommen wir wohl kaum an solche Replays und an solche gute Runden, vor allen Dingen ich nicht. Denn diese Panzer brauchen etwas, was ich definitiv nicht besitze. Zum einen ist das Geduld, und zum anderen ist das gute Positionierung auf der Karte. Beides habe ich nicht, und deswegen bin ich ganz froh, dass das andere für mich machen. Und wir gucken uns das hier mal an. Und auch in der zweiten Runde werdet ihr sehen, wie man diese Panzer spielen muss. Denn er hat ja das ganz gut ausgespielt. Wie wir auch gleich sehen werden. Mit diesem Panzer muss man sich einfach wirklich gut positionieren, weil ansonsten ist halt Essig. Wie gesagt, wenn der Ding einen Schuss abkriegt, ist komplett im Eimer. Das werden wir auch noch sehen. Also ein Schuss und das Ding ist weg. Weil das ist, ja, schlimm. Schlimm sowas. Naja, gucken wir mal. Als würden wir mit dem KV-2 auf einen F-2 schießen. So ungefähr verhält sich das dann. So, was ich mit guter Positionierung meine, ihr seht das. Vielleicht können wir das an dieser Stelle kurz anhalten. Kann ich das mal zeigen? Haben wir hier vielleicht eine bessere Kameraperspektive? Ja, ich bleibe mal bei der. Wir sehen hier ist eine Kuhle. Wir haben hier vorne einen Hügel. Wir haben hier rechts einen Hügel. So, und nach hinten könnt ihr theoretisch rausfahren, ohne beschossen zu werden. Und wir haben hier links einen Hügel. Er steht also ziemlich perfekt. Er kann auf A gucken, das ist quasi sein Hauptaugenmerk. B bleibt ihm verwehrt durch den Hügel hier. Aber er kann sich hier in diese Kuhle stellen und kann sich immer so manövrieren, dass er nicht beschossen werden kann. Denn die stehen ja weiter unten. Und dieser Hügel schützt ihn und dieser Hügel schützt ihn. Und er kann selbst kontrollieren, wann er quasi sichtbar ist und wann nicht. Und das ist quasi das, was man mit diesem Panzer machen muss. Man muss die sehr, sehr defensiv spielen. Das habe ich zumindest so aus den Replays entnommen, weil anders geht es halt wirklich nicht. Rambo-mäßig irgendwo reinfahren, kannst du halt vergessen. Naja, aber wir gucken erstmal, was hier so passiert. Sein Team ist vornehmlich zu B gefahren. Ein paar Leute sind auch zu C gefahren. Bei A ist gar nicht so viel los. Die trudeln jetzt erst langsam ein. Ah, da seht ihr jetzt den Tiger 2, wollte ich schon sagen, den Tiger.
Ganz normal, also Tiger 1. Der scheint ihn auch noch nicht gesehen zu haben. Achso, ah, okay. Er kommt, oh oh, oh oh, wow. Ja, da hat er gesehen, der zielt auf mich, gleich geschossen, zurückgefahren, ne? Ihr seht das. Der Panzer ist eigentlich auch ganz schnell und mobil unterwegs. Also er ist einfach schnell nach hinten abgehauen. Ihr seht das auch hier, er zielt nicht lange. Normalerweise würde ich sagen, ah, lieber ein bisschen länger zielen, weil er schießt ja einiges daneben. Aber das Problem ist halt, wenn er sich Zeit zum Zielen nimmt, ist er auch immer in der Gefahr, selbst geschossen zu werden. Deswegen schnell rausfahren, kurz schießen und dann gleich wieder zurück. Quasi die sichere Variante. So, da hat er jetzt ein bisschen mehr Zeit zum Zielen gehabt, hat aber unglücklich getroffen. Weil der Tiger nicht in seine Richtung guckt hat. Aber er weiß halt nicht, wo der zweite Tiger hinguckt. Aber ihr seht das, er fährt hier immer kurz raus. Ah, das ist so, sowas ist halt Pech, ne? Er fällt ja immer kurz raus, ist dann kurz angreifbar, schießt dann und zieht sich sofort wieder zurück. Oh, das ist gefährlich. Ja, wie viel Pech kann man eigentlich haben, ne? Also das ist wirklich unglücklich, ne? Das kenne ich, aber das ist dann immer doof. Na, wie gesagt, er steht ja an einem wunderbaren Spot, kann sich immer kurz raustrauen, ein bisschen ballern und wieder zurückfahren. Sodass die Tiger gar nicht auf ihn schießen können. Und ja, den Rückwärtsgang, den guten, sehr schöner Schuss. So, da soll er nämlich hin. Da hat er wahrscheinlich auch die ganze hingezielt, aber naja, wie das immer so ist. Mit den Schüssen auf Entfernung. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Aber auf jeden Fall hat er den Tiger da jetzt rausgenommen. Der zweite ist, glaube ich, auch schon flöten gegangen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, da sieht er jetzt eine IS-2, die ihn nicht sieht. Na, gucken wir mal. Eigentlich ein schöner Schuss, aber leider mit sehr viel Pech versehen. Ich weiß gar nicht, ist das... Nee, ist glaube ich Arcade. Ah, der der KV-122. Schöner Schuss. Ups, und das war's. Wie gesagt, die Kanone ist wirklich ganz gut, aber... Tja... Du musst halt wirklich aufpassen, dass du die gut einsetzen kannst. Aber das macht die ja wirklich... Das macht er gut, auch in der zweiten Runde sieht man das. Hat er sich schön hingestellt. Okay, das war natürlich leichte Beute. Ihr seht, ein Schuss und im anderen Panzer ist alles kaputt. Fast schon KV-2 ähnlich. Jetzt ist er in Bombe eingestiegen, hat aus Versehen gerade gleich mal eine Bombe fallen lassen. Vor lauter Schreck. Ich weiß ja nicht, auf welcher Taste er die Bomben hat. Ich habe sie zum Beispiel auf Leertaste. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ins Fernglas gucken will und dann plötzlich in einem Bomber sitze, dann würde ich wahrscheinlich auch ein paar Bomben fallen lassen. Ist ja schon ein bisschen getroffen. Er kann aber noch seine Bomben schmeißen. Guck mal, da kriegt er auch noch zwei hin. Und jetzt stößt er es ab, also wunderbar. Eieiei. Und tschüss. Ich weiß gar nicht mehr, ob er dadurch noch Kills macht. Er hat jetzt 3 Kills, wir werden es ja gleich sehen. Ups, yo, da hat er 2 erwischt. Schön, schön die Bomben geschmissen. Wirklich gut gemacht. Der Killshit ist leider im Replay nicht vorhanden. Also hat er schöne Bomben geschmissen. Hat er sehr effektiv mit deinem Bomber gespielt. So, und bettelt sich jetzt hier mit dem T-44, was natürlich eine gefährliche Nummer ist. Gerade wenn er da so steht. Ist halt wirklich eine gefährliche Nummer. Aber mal gucken, wie er das hier managt. Da kommt übrigens noch ein T-44, weil es die Sache jetzt nicht unbedingt einfach macht. Jo, den soll er kriegen. Ah? Oh, was? Okay, wo auch immer der Schuss hingegangen ist. Also, bei mir das sah das so aus, als hätte er voll drauf gezielt. Aber, na gut. Ja, den kann er, glaube ich... Oh. Ja, da hat er der Ausführung B aber echt Glück gehabt, du. Schön im Motor schießen. Ah? Ich glaube, er schießt im Motor. Yep. Genau, wenn man in den Motor schießt, ist das tatsächlich auch immer eine ganz gute Möglichkeit, so leicht gepanzerte Fahrzeuge auszuschalten. Entweder im Motor oder bei 8,8 cm Flak hinten in den Kasten, wo die ganze Munition drin liegt. Das geht auch noch ganz gut. Ihr seht übrigens, jetzt kann ich das mal kurz nochmal zeigen. Er stand vorher hier und konnte dann auf A schießen. Jetzt hat er sich quasi hier in diese Kuhle gestellt, ist hier durch diesen Berg geschützt. Und hier durch die Felsen, also seine Wanne. Und kann jetzt quasi auf B wirken.
Also, der Spot hier ist wirklich ausgezeichnet, gerade für diesen Panzer, der mehr als Sniper, als Rambo-Panzer quasi zu gebrauchen ist. Und wir gucken mal, was er hier noch so draus macht. Ein paar Kills kommen noch, das weiß ich. Ah, der Tiger, der hat auch. Oh, ho, ho, ho. Der Tiger hat nicht aufgepasst und hat er gleich eine gefangen. Ah, die ist wo? Guckt nicht in. Doch, die guckt in seine Richtung. Na, er kann sich jetzt hier schön zurückziehen. Kann nicht beschossen werden. Das ist optimal. Die I2 guckt jetzt anscheinend irgendwo in den Himmel. Okay. Oh, unglücklicher Schuss. Nicht schlecht geschossen, aber es ist halt. Manchmal hast du halt ein bisschen Pech bei den Schüssen. Ja, die I2 hat geschossen, das heißt für ihn perfekt. Die ist erstmal wehrlos. Naja, hat er. Yo, hat er. Schön gemacht in den Treibstofftank. Aber er hätte auch noch die Zeit gehabt, noch ein zweites Mal drauf zu schießen. Ja, also bis jetzt lief es wirklich ganz gut. Den SCR-1 und SCR-2 spielt er hier quasi mehr als Panzerjäger, als schwerer Panzer oder sowas. Also er stellt sich hinten in die zweite, dritte Reihe und versucht dann so seinem Team zu helfen. Und das werden wir auch in der zweiten Runde sehen, dass er die Panzer hier mehr als Panzerjäger spielt, also irgendwo hinten stehen und schießen. Wir gucken mal, wie sieht er denn an? Ah, nix, okay. Oder geht er auch noch auf den Flakpanzer? Könnte sein. Kriegt er den? Kriegt er den? Kriegt er den? Nee, kriegt er leider nicht. Ah, ganz knapp. Okay. Er kriegt ihn leider nicht ganz. Was kommt jetzt? Da seht ihr die Stuck, okay. Ah, er kriegt seine Kanone nicht runter. Steht ein bisschen ungesichert auf so einem Hügel. Jetzt soll er die aber kriegen, oder? Na komm. Ein schöner Schuss. Yep. Und das war's. Da hat die Stuck natürlich keine Chance. Also gar keine. Sein Team hat es jetzt tatsächlich geschafft, wieder auf B drauf zu kommen. Es ist auch ein sehr ausgeglichenes Match, muss man dazu sagen. Und da seht ihr, was passiert. Schade. Den Schuss können wir nicht mehr sehen. Aber er hat's. Der Marder kann quasi nur den Motor getroffen haben und trotzdem ist er halt, wie ihr gesehen habt, in Rauch aufgegangen. Das heißt, selbst ein Marder, der wirklich, lass mich nicht lügen, 3 BRs unter seinem Panzer ist, hat halt null Probleme, ihn hier auseinanderzunehmen. Deswegen ist halt eine sehr, sehr vorsichtige und passive Spielweise hilfreich, wenn man die Panzer hier erfolgreich spielen will. Und deswegen sieht man die wahrscheinlich auch sehr, sehr selten, gerade im AB. Weil passiv und bedächtig spielen ist halt im AB so eine Sache, mache ich ja auch selbst nicht. Das ist ja auch nicht selbst nicht mein Spielstil. Ja, wir sind auf seiner Sicht drauf. Deswegen sieht man die wahrscheinlich seltener. Aber er hat sie mal ausgepackt und mir das Replay geschickt. Da bin ich auch sehr dankbar für, denn ansonsten werde ich diese Panzer, kann ich diese Panzer, könnte ich diese Panzer ja nie zeigen, denn ich bin selbst noch am Erforschen und wie ich mein Spielstil kenne und wie ich diese Panzer hier erlebe, glaube ich nicht, dass ich damit allzu viel Erfolg habe, aber wir gucken erstmal. Erstmal muss ich sie mal selbst erforschen. Und solange ich sie selbst nicht habe, gucken wir uns diese wunderschönen 2 Replays an. Er wirft hier nochmal seine Bomben. Ich nehme auch an, die sind erfolgreich, weil die waren ganz gut geworfen, so wie ich das gesehen habe. Ja, da hat er einen gekillt mit den Bomben. Also man muss ja auch sagen, diese Panzer bieten natürlich auch die optimale Möglichkeit, mit Flugzeugen zu hantieren. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, mit dem IS-1 mitten in der Stadt stehst oder so, oder mitten auf dem Punkt, dann ist es... Oh, kriegt er den noch? Ah, wo ist der Schuss hingegangen? Also... Ich dachte, der kommt an. Okay. Wenn du mit der IS-1 zum Beispiel auf irgendeinem Punkt stehst oder so. Ah, komm. Ah. Und er hat ihn zwar F2 rausgenommen. Auch 3 BRs drunter, aber das ist halt das Ding mit den Dingern, ne? Hat er leider der eine Schuss, keine Ahnung, wo der hingegangen ist. Für mich sah es aus, als wäre er drauf gewesen. Na gut. Wir gucken auch sofort noch in die zweite Runde. Aber was ich kurz noch sagen wollte, mit den Panzern kann man natürlich sich super auch in Flugzeuge reinsetzen, weil du stehst meistens an Orten in dritter Reihe,
wo du sowieso unauffällig bist und nicht beschossen werden kannst, da kannst du ja mal einen Bomber reinsetzen, wenn du eben auf irgendeinem Punkt stehst mit einem IS-1, ist das so eine Sache, weil du sitzt im Bomber und dann plötzlich kommen Panzer rechts und links um die Ecke. Deswegen kann man sich mit dem mit solchen Panzern, wie er sie hier spielt, schön in Bomber reinsetzen und seinem Team so unterstützen. Und er hat wirklich bewiesen, dass er Bomben schmeißen kann. Also die waren wirklich gut. Bei mir sieht das ja meistens ein bisschen anders aus. Okay. Ja, ich würde aber sagen, wir gucken uns jetzt noch das zweite Replay an. So, und da sind wir auch schon im zweiten Replay. Und ja, wir befinden uns auf der Karte Polen. Und auch hier hat der Silent Flumi sein SCR-1 und SCR-2 erfolgreich eingesetzt. Und auch auf eine Art und Weise, wie man die Dinge halt einsetzen sollte. Ich muss übrigens dazu sagen, ich kommentiere das nach und ich habe auch die erste Runde nochmal aufnehmen müssen, weil ich vergessen hatte, mein Mikrofon anzuschalten. Ich merke das übrigens in diesem Replay nach 3 Minuten und ja, dann bin ich wieder live da. Aber die ersten 3 Minuten muss ich jetzt nochmal nachkommentieren und deswegen mache ich das mal schnell. Er fährt jetzt hier mit seinem STR-1, ich glaube, es ist der STR-1, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube schon. Er fährt nicht in die Stadt und das ist eine weise Entscheidung. Er fährt jetzt hier hoch auf diesen Berg. Hier zeige ich irgendwas. Ignoriere das einfach mal kurz. Ich fahre hier oben auf diesen Berg. Er, nicht ich. Spreche ich schon in Ich-Perspektive. Auf der anderen Seite des Sees. Und das hasse ich normalerweise wie die Pest, wenn da Leute hinfahren. Denn die campen und snipern dann. Und ich werde dann von ihnen weggeschossen. Deswegen kann ich das normalerweise nicht so leiden. Aber hier mache ich meine Ausnahme. Denn er hat mit diesen Panzern eigentlich keine andere Wahl. Mit diesen, mit SCR-1 oder SCR-2 in die Stadt zu fahren, wäre einfach nur Selbstmord. Ganz klarer Selbstmord, weil ihr habt's ja im ersten Replay gesehen, ein Schuss und er ist tot. Egal von was. Und deswegen ist es wirklich gut, dass er sich hier hinstellt. Hier kann er sich die Hügel zunutze machen und seinem Team helfen. Aber weil, wie gesagt, wäre in die Stadt gefahren, wäre keine Hilfe gewesen und hätte auch nichts gerissen. Deswegen, sag ich mal, ist legitim, dass ihr hochfahrt, finde ich auch gut, weil was anderes kann er mit dem Panzer auf der Karte wohl kaum machen. Und gerade für sowas hier, so leichte Hügel, ihr seht das ja hier rechts und links, dafür sind diese Panzer quasi wie gemacht. Eine gute Kanone und selbst irgendwo im Hintergrund stehen und nicht getroffen werden. Da hat er jetzt einen Panther in Brand geschossen und ich darf an dieser Stelle erwähnen, dass dieser Panzer verbrannt ist. Ich glaube, das merke ich auch gleich noch. Wie gesagt, gleich gibt es nochmal einen Live-Kommentar. Bis jetzt natürlich noch nicht, weil, wie gesagt, ich hatte ja vergessen, mein Mikrofon einzuschalten. Ist auch dämlich. Ab und zu vergesse ich das. Normalerweise mache ich mal Testaufnahmen, aber hier habe ich es wohl vergessen. Na naja, gut, er schießt ja nochmal auf den Panther F und hat ein bisschen zu tief gezielt anscheinend. Also deutlich zu tief gezielt. Keine Ahnung, was er. Wahrscheinlich war jetzt Zaun im Weg und hat sein Ziel behindert oder so. Keine Ahnung. Er spielt ja auch hier den Brandteufel, schießt nochmal den T-34-85 in Brand, leert den Turm. Macht hier also. Leistet hier ganze Arbeit. Und gut. Er schießt jetzt nochmal, hat ihn schön ausgeschaltet. Schöner Schuss. Und ich würde sagen, ich übergebe jetzt mal mich in den Live-Kommentar. Ich habe gerade gemerkt, dass ich mein Mikrofon gar nicht anhatte. Was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Okay, ich kommentiere das jetzt aber einfach weiter und spreche den Kram sonst einfach nochmal neu ein. Leider. Ja, nein, ich habe schon eine ganze Folge Total War aufgenommen. Da muss ich alles nachkommentieren. Ach du Scheiße. Na gut. Na gut, na gut. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Steht immer ganz gut. Ihr habt es auch im ersten Replay gesehen, dass er sich da schön diese Kuhle auf diesem Hügel gestellt hat, wo er halt immer rausfahren konnte, schießen konnte und wieder zurückfahren konnte. Wenig natürlich wie Spielersicht. Und auch hier steht er tatsächlich ziemlich gut. Was macht denn der T-35 da? T-34 da. Ah, das ist ja okay, so ein Schlachtflieger. Kriegt er den? Ah, schade. Leider nicht. Er hat sich auch hier ganz gut hingestellt. Er hat ja diese leichte Erhebung. Das heißt, er kann immer ein Stückchen vorfahren, schießen und dann wieder zurückfahren. Was ihm natürlich sehr, sehr gut tut, weil muss halt aufpassen, dass er nicht angeschossen wird. Und wäre das realistisch, mit Grün auf Grün geht das ganz gut. Oh, kriegt er den? Schöner Schuss durch die untere Platte. Ich weiß nicht, ob der so beabsichtigt war. Trotzdem war es ein schöner Schuss.
Steigt jetzt hier wieder ein Jäger ein, das ist ja nicht. Zeig ich schon. Achso, er hat wahrscheinlich mit dem Bomben ein paar Leute platt gemacht. Hab ich leider nicht gesehen, wobei, nein. Hä? Hat er denn gerade Kills her? Hab ich nicht aufgepasst. Sehr schön. Ein Flieger schon mal kaputt. Jo. Das Flugzeug war auch nicht mal steuerbar, deswegen ist er ausgestiegen. Also, er hat den einen T-34-85 gekillt, er hat den anderen T-34-85 gekillt. Was war denn der dritte Kill? Sag mal, bin ich blöd? Kurzer Moment. Panther F? Ja. Ach, der Panther F ist abgebrannt. Okay. Alles klar, der Panther F ist abgebrannt. Nicht schlecht. Okay. Da ist also der dritte Kill. Ich habe mich schon gewundert. Oh. Da hat er jetzt einen in die Seite gekriegt. Ist tatsächlich nicht sofort in die Luft gegangen. Hatte Glück, dass das irgendwie. Dass der Schuss irgendwie. Ich darf mal gucken. Wo ist denn da reingegangen? Sieht man das? Wahrscheinlich nicht. Also ich nehme mal an, der ist irgendwie hier reingegangen oder so. Oder hier so schräg, dass er quasi direkt auf, können wir, genau, direkt hier auf den, wie heißt es denn, Geschützverschluss geprallt ist und nicht die Munition die Crew getroffen hat. Na, ihr seht das auch, Munition schön angeordnet, da muss nur irgendwas in den Turm gehen oder sonst wohin und das Ding explodiert halt komplett. Hat er Glück. Wir wechseln wieder auf die Spielersicht. Oder war sogar, war das sogar, nee, das Flugzeug war es nicht. Glaube ich zumindest nicht. Wir gucken mal, er repariert jetzt, das wird leider im Replay hier angezeigt. Er muss natürlich seinen Geschützverschluss reparieren, bevor er irgendwie wieder was macht. Wenn er vorfahren, wenn er vorfährt, dann will er natürlich auch schießen. Und wie gesagt, ihr seht hier das Schema, ne? Er guckt sich immer Ziele raus, fährt dann vor und versucht die rauszunehmen. Also auch ein sehr geduldiger Spielstil, was mir ja nicht unbedingt... Oh, schöner Schuss. Was mir ja nicht unbedingt so eigen ist, ne? Ihr kennt das ja. Ich war ja öfters mal vor, obwohl ich es vielleicht besser lassen sollte. Aber das ist ja gut für nicht. Oh, der T-34. Er hat aber auch ein Unglück, ne? Er war jetzt ein kleines Stückchen zu tief, aber natürlich ansonsten schön geschossen. Schön den Motor getroffen. Das ist der zweite T-34. Ey, das gibt es nicht, ne? Hat er schon den zweiten Motor rausgeschossen? Ist er echt nicht zu fassen. Ah, den soll er aber kriegen. Ah, ein bisschen zu tief gezielt, oder? Nö. Scheint zu reichen. Das sah aus, als hätte er ein bisschen zu tief gezielt, aber es kann auch ein Replay liegen. Oder war so gut und hat es tatsächlich so beabsichtigt. Also, zwei T-34-85 platt gemacht. Weiß nicht, der zweite ist ja noch. Ist er noch gestorben? Ich weiß es gar nicht. Und warum hier zwischendurch andere Spieler angezeigt werden, nach dem Motto, das ist hier der eigentliche, also Silent, weiß ich nicht, aber nehme ich mal so hin. Ja, am Brand gesetzt. Was hat er das zerstört? Hm. Oh, die ist 2. Mal gucken wir mal, wie das ausgeht. Also, russische Panzer. Ja, und die Motoren für russische Panzer werden, glaube ich, keine Freunde mehr. Also, ist ja Brandteufel schlechthin. Wie viele Leute der schon angezündet hat. Es ist ja eine wahre Pracht, du. Den IS-2, die 2 T-34, den Panther. Alle in Brand gesetzt. Meine Fresse. Wie gesagt, er kann hier zwischendurch immer mal wieder in Flugzeuge einsteigen und die Bomber und Jäger vom Himmel holen. Weil er halt da auf seinem Hügel wunderschön platziert ist. Wird tatsächlich den Sturm. Genau. Dann nehmen wir noch einen Sturmpanzer. Den könnte es vielleicht sogar schaffen. Oh, sehr schön. Oh, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Den Sturmpanzer hat er schön mit dem Flugzeug rausnehmen können. Optimal gemacht. Optimal den Jäger eingesetzt. Obwohl ich nicht weiß, wo der Sturmpanzer jetzt stand, aber. Ne, gut. Na, wir müssen wieder Sicht wechseln, genau. So sieht das doch besser aus, dann sehen wir, was er sieht. Ja, er kann sich nicht entscheiden. Er wartet, bis irgendwas von denen vorfährt. Also der T-34-85 vor oder IS-2 jetzt. Genau, T-34. Schöner Schuss. Durch den Turmdrehkranz.
Da wollte ich sagen, T-34 zurück oder IS-2 vor. IS-2 hat ihm einen Gefallen getan und er konnte sich schön aus der Entfernung rausnehmen. Das war definitiv zu tief gezielt. Da war der Zaun im Weg. Ich kann leider nicht zurückspulen, was ein bisschen schade ist. Aber sofern ich das kurz gesehen habe, war das definitiv zu tief gezielt für die Entfernung. Kann mich aber täuschen. Ja, genau. Jetzt liegt quasi mit dem Fahnenkreuz direkt auf dem Panzer. Das funktioniert natürlich nicht. Zumindest nicht auf 800 Meter und vor allen Dingen nicht mit dem Panzer. Der hat ja einen der muss ja anrichten, der wahre Pracht. Ja, wenn man ins Visier guckt und mal die Visierstriche anguckt, was da so für riesen Lücken zwischendurch ist. Ja, er setzt sich hier wieder in Bomber, ne? Also er macht das hier ganz entspannt. Er versucht sein Team hier quasi aus der Luft zu unterstützen und immer mal wieder vom Berg Rückendeckung zu geben und vielleicht auch in die hinteren rein zu ballern. Und wir wechseln wieder die Kameraperspektive. Wunderbar. Fliegt ja hoch. Hat das einen näheren Grund? Ich weiß es nicht. Aber merken wir es nochmal. Er wirft ja seine Bomben ab, die durch seinen Flügel fliegen, aber egal. Wir sind hier War Thunder, das funktioniert. So, T-34-85. Wenn da eine Bombe daneben einschlägt, kann das natürlich ganz gut funktionieren. Jo! Die ist wo. Die hat keine. Hier, die da war's. Hat keine Ketten mehr, hat kein Kanonenrohr mehr. Joa, alles, was da so außen dran ist, ist bei der kaputt gegangen. Das war natürlich nicht schlecht. Er dreht sich um. Hatte ja was gesehen. Scheint so. Weiß es nicht. Keine Ahnung, er dreht jetzt plötzlich um. Ist das der KV-85? Ja, ich erinnere mich. Naja. Da hat er versucht, dem in die Fahrt zu schießen. Hat auch geklappt. Er hat ihn quasi getroffen, aber leider nicht so, wie er es gerne gehabt hätte. Aber man muss natürlich jetzt aufpassen, dass er gegen den KV-85 hier nicht in Nahkampf kommt, weil wenn das passiert, sieht jetzt höchstwahrscheinlich ziemlich alt aus. Weil ein KV-85 hat die Möglichkeit, so ein, zwei Schüsse zu blocken. Eher nicht. Und der KV-85 kann ich halt locker rausnehmen, wenn er Bock hat. Das heißt, je näher der kommt, desto schwieriger wird es gegen den gegenzuhalten. Auf Entfernung ist er im Vorteil. Gerade mit den Hügeln und Höhenunterschieden hier. Aber sobald er zu nahe kommt, hat er ein Problem. Ah, genau. Oh, macht das schön. Stellt sich hier auch jetzt quasi hinter das Haus, nehme ich mal an. Oder nicht. Doch, er stellt sich hinter das Haus. Dass er quasi feste Deckung hat, selbst wenn der KV-85 jetzt noch näher kommen sollte. Dass er halt auch auf größere Distanz feste Deckung hat. Und nicht nur mit diesen kleinen Erhebungen und Hügeln hier spielen muss. Weil die funktionieren halt als Deckung wirklich nur wirklich gut auf Entfernung. Er hat sich jetzt hier das Haus gestellt, das ist eine gute Entscheidung. Der KV-85 scheint sich... Weiß nicht. Und zwar sieht er sich nicht. Irgendwie macht er jetzt nicht Anstalten, oder? Hey, wo fährt er denn lang? Doch, jetzt kommt er raus. Jo. Ah, unglücklich. Ah Gott, der hat aber Unglück, ja? Sein Fumi hat ja aber auch ein... Na. Ah, seine Gegner haben schon echt Dusel, doch. So, jetzt ist er am Band geschossen. Ihr seht einen Schuss und bei ihm hat er nur einen Fahrer ausgeschossen. Ihr seht auch, genau, also hier der Motor war am Arsch, die Treibstofftanke, Tanke, die Kette, das Getriebe, alles im Eimer. Und der KV-85 hat dann leider ein leichtes Spiel, ihn da platt zu machen. Wie gesagt, seine Schüsse waren auch sehr unglücklich. Sie waren nicht schlecht geschossen, aber sie waren einfach unglücklich. Ich kenne das ja ab und zu. Gerade, so ist es jetzt am Spawn aus, nicht schlecht. Jo. Ja, der KV-85 wollte jetzt Richtung Spawn fahren. Da hat er sich gedacht, no, das lässt mal schön. Hab ich da schön durch den Turm eine verplättet. Ah, das hat er schön gemacht. Ja, wie gesagt, ein bisschen unglücklich gelaufen mit den Schüssen. Wie gesagt, ich kenne das. Ah, kriegt der Lenker sein? Nee, ich glaube, den kriegt er nicht angeschossen. Die Entfernung, das wäre jetzt ein bisschen... Mit 2 MGs, aber trotzdem, es wäre ein bisschen viel verlangt. Na ja, gut.
Aber ich finde den angehenden Spawn-Camper da nochmal schön wegzuschießen. Aber war eine ganz gute, war ein ganz guter Abschluss für diese Runde. Hat ja auch seine Kills gemacht. Hat er sich auch gut in der Luft eingesetzt. Also auch drei Flugzeuge zerstört. Auch das kann wichtig sein, gerade wenn er Bombe abgeschossen hat oder Bombe eskortiert hat, eigene. Kann das durchaus eine Unterstützung sein, weil ihr kennt das, ne? Bomben in Panzerschlachten sind immer so eine Sache, wenn dann von Bomben weggeholt wird. Ja, ja. Besser ist das, wenn da irgendjemand ist, der den Bomber vorher abschießt. Gut, aber er ist auch Zweiter in seinem Team geworden. In der ersten Runde hat er den ersten Platz belegt. Und ja, das waren zwar wirklich sehr, sehr schöne Replays. Und ich freue mich, dass wir diese doch sehr, sehr selten anzutreffenden Panzer in diesem Video hatten. Und ja, ich habe so ein bisschen gesehen, was diese Panzer ausmacht. Und wahrscheinlich auch gesehen, warum sie nicht so gerne gespielt werden. Weil es sind halt wirklich nicht leicht zu spielende Panzer. Und ich glaube, da muss man auch gerade was Positionierung auf der Karte angeht, ein bisschen was drauf haben, um wir wirklich gut zu spielen. Hat er hier ganz gut gemacht. Er hat halt Unebenheiten und kleinen Hügel ausgenutzt, um seinen Panzer zu verstecken und sich immer wieder schnell zurückziehen zu können. Und wie gesagt, ein paar Schüsse waren unglücklich. In der ersten Runde hätte er ab und zu, glaube ich, ein bisschen länger ziehen können. Aber das kann man halt immer nicht so leicht sagen, weil im Replay dauert das Einzielen deutlich länger, als es in der Realität dauert. Also das verzerrt da ein bisschen. Aber wie gesagt, waren wirklich sehr, sehr schöne Schüsse dabei und er hat sich wirklich wunderbar positioniert mit den Panzern. Ja, die sind halt ein bisschen Glaskanone, aber er hat das ganz gut umgesetzt und die quasi mehr aus der zweiten, wenn nicht sogar aus der dritten Reihe herausgespielt und sein Team so unterstützt. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, wenn euch die Runden gefallen haben, dann würde ich mich über Likes und Kommentare freuen und ansonsten bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.